Kisten haben wir genug. Wir machen noch ein paar Fackeln. Okay. Ausrüsten natürlich. Prima. Dann machen wir solche Plattformen. Machen die Kisten hier drüber. Ach komm. Nicht backen. So, Dele. Was lassen wir? Dann lassen wir so Moment Speed brauchen wir nicht. Und die können wir noch mitnehmen. Das Kupfererz nehmen wir mit. Okay. Speed wieder machen. Und hoppala, okay, wir haben keinen Damage bekommen. Goldfische. Hoppala, hoppala. Ah, gut. Was? Ich fühle mich besser. Ich muss mal Guide fragen. Lass mich nach oben. Ich mache hier einen Gang nach oben. So, der. Ja, der braucht jetzt unsere Hilfe. Quest. Ja, gibt es keine Quest. Okay, wir sind Level 2, jetzt können wir hier aus den Statuspunkten wählen. Stärke erhöht unseren Nahkampfschaden und ein bisschen den Fernkampfschaden. Vitalität erhöht unsere Herzen und die Defensive und die Herzregenerationszeit. Dexterity erhöht unsere Range, also Fernkampfschaden. Ein bisschen den Nahkampfschaden und erhöht unsere Treffgenauigkeit. Charismus erhöht unseren Schaden, also der Schaden von den Beschwörungen und wie viel man beschwören kann. Agilität erhöht unsere Bewegungsgeschwindigkeit, Ausweichchance und Angriffsgeschwindigkeit, Intelligenz und maximales Mana und unsere magischen Schaden. Glück erhöht unsere Mana. Luck erhöht unsere generelle kritische Chance und Wisdom erhöht unsere Mana-Regenerationsgeschwindigkeit. Jo. Wir brauchen vor allem die ersten zwei Attribute. Wir machen 3 auf Stärke und 1 auf Vitalität. Und später ein bisschen mehr Vitalität. Hier haben wir zum Beispiel einen Ding. Einen Kalender. Da können wir schauen, welche Sachen hier besonders sind. Zum Beispiel hier Chimeras from the Sky. Chimeras will spawn anywhere. Chimeras müssten so Crimson Gegner sein. Twice Experiments. Also mehr Experiment. Und sonst nichts. Schade.
Okay, aber heute ist Sonntag, also haben wir mehr XP. Cool. Quest. Great. Use the timbers to build your shelter before the dust comes. Okay. Können wir nochmal so ein bisschen städten. So, da machen wir mal ein paar Holzhintergründe. So, da machen wir noch einen Stuhl, der braucht der Guide zum Einziehen. So, einfach mal hier drauf. Und eine Türe, da kann er eigentlich schon einziehen. So, und für die anderen machen wir andere Häuser. Ah, wir brauchen einen Hammer. So. Die brauchen wir auch noch. Okay, hier drüben machen wir dann das nächste Haus. Da machen wir jetzt extra keine Verbindung, damit die nicht immer in unser Haus spazieren. Das reicht wahrscheinlich. Jetzt kommt dann wahrscheinlich der Merchant. Oh, wir brauchen noch mehr. So. Jetzt haben wir leider hier keine Crafting Bench. Neue Quest. Make a shelter, bring me 100. 100 Shelter. Das ist gar keine Quest. Schauen wir mal hier. 100 Woods. Okay, da müssen wir dann schauen. Tisch. Stuhl. Ja, das reicht. Also ein Haus braucht immer Tisch, Stuhl, Hintergrundwand und Fackeln. Und eine Tür. Oder so ein Eingang. So, dann gehen wir mal ein bisschen weg. Machen kurz hier die Sachen rein. Wir haben ein Ruler. Lol. Okay, da kann man gut mit Redstone, wollte ich schon sagen. Mit den Leitungen, den Kabeln arbeiten. Aber eben, das brauchen wir nicht. Ah, wir gehen mal rechts, links rum, genau. Leimis. Ja, man merkt schon, wir sind stärker geworden. Und hatten auch mehr aus, nur 2 Schaden bekommen. So, hier mal ein paar Bäume. Abenden.
Hier ist Wasser nicht gerade gut. Ja, da können wir wenigstens hoch. Und eine Truhe mit Schrott drin. Noch eine Truhe. Wir finden so viele Truhen. Einfach genial. Ein bisschen Lead, wow. Und hier haben wir unser erste, weiß nicht, Minenhaus. Irgendwas gefunden. Gehen wir direkt dorthin und hier fängt schon die Crimson an. Das ist jetzt Crimson, das ist die rote Welt. Da gibt es noch eine lila Welt, die Corruption. Und die sind sehr schwer, also gehen wir noch nicht dorthin. Nehmen wir lieber das Beet mit, das sieht abstrakt aus. Ich hoffe, hier spawnen keine Crimson-Gegner. Lieber wieder weg. Und hier ist unsere Luxusbeleuchtung. Nehmen wir auch mit. Ach Mist. So. Loot. Damit können wir wieder gute Sachen herstellen. Und hier ist sogar noch... Was ist das? Silber? Ne, das ist Platin. Richtig genial. Und sogar eine versteckte Höhle gefunden. Platin! Wow. Wir sind die besten Bergbauer, die es gibt. Wir finden alles. Und hier sind sogar noch Topasse. Haha. Wie schön. Toll. Wow. Okay. Bei denen müsst ihr schauen, wenn das Schwert bläulich leuchtet, dann ist es ein gutes Schwert. Aber hier kann man einfach kaputt machen. Das ist sowas von selten. Ich habe erst eins gefunden. Solches Masterschwert oder Excalibur. Und wir finden Platin in Mengen. Das ist schon krass. Bisschen Licht machen, damit ihr auch etwas seht. Weil es bei den Videos meistens dunkler ist, als wenn man selber spielt. So. Jetzt direkt hier nach unten, da leuchtet eine Blinkroute. Oh, das ist weit. Aber hier ist schon eine Höhle, das ist wenigstens gut. Geht so nicht so lange. Okay. Hier haben wir Sand.
Nehmen wir auch mal ein bisschen mit. Das kann man schnell abbauen. Okay, und eine Truhenstatue. Brächten wir eigentlich nicht unbedingt. Aber wir sammeln. Wir werden einen schönen Raum für diese Statuen machen. So ist pinkes Moos. Ja, mehr ist hier auch nicht. Das, was leuchtet, ist das Crimson Ore. Das können wir noch nicht abbauen. Aber wir können hier raus. Oh, noch ein Herz. Bam, der Ton immer, wenn es so macht. Das ist ein Herz in der Nähe. Aber manchmal ist es auch ein bisschen weiter weg. Ich suchte immer in der Nähe, wenn ich das Geräusch gehört habe. Und das solltet ihr nicht, also ihr solltet großflächig suchen. Also für mich ist der Mod richtig motivierend, weil ich habe die Lust schon bei Terraria ein bisschen verloren. Einfach zu viel gespielt, zu viel gesuchtet. Und hier der N-Mod, der macht mir noch richtig viel Spaß. Okay, hier unten ist nur eine Qualle. Ja, okay, gehen wir dann wieder in die Oberfläche. Ich mache hier eine kurze Pause, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss und Dankeschön. Und wenn es euch interessiert, bitte liken. Und damit ich sehe, dass ich euch weitere Videos schenken kann und so weiter. Dankeschön und bis dann.